Bundesinnenminister Horst Seehofer hat erstmals eine Reichsbürgergruppierung verboten, nachdem mehrere Wohnungen führender Mitglieder des Vereins Geeinigte Deutsche Völker und Stämme und seiner Teilorganisation Osnabrücker Landmark in 10 Bundesländern durchsucht wurden, gab das Bundesinnenministerium das Verbot bekannt. Die Mitglieder des Vereins bringen durch Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus ihre Intoleranz gegenüber der Demokratie deutlich zum Ausdruck, hieß es aus dem Innenministerium.